Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem Let's Play von BKR, dieses Mal und von mir, eurem LikeYouFuchs. Ja, mal eine neue Plattform, mal was anderes wie PokerStars. Bei BKR kann man also hier, wie ihr sehen könnt, Poker spielen, das Ganze in 3D-Animation. Mal gar nicht so schlecht, finde ich. Und ich habe mich mal hier angemeldet für ein, hier oben könnt ihr es auch sehen, Name, $5 Rebuy Free Roll. Und das Ganze läuft auch schon über 1,5 Stunden. Und unsere aktuelle Position ist 6 von noch 205 Spielern. Insgesamt haben mitgemacht 1608 Spielern. Und wir schauen mal, wie sich das Blatt noch hier so entwickelt. Auf jeden Fall mal ein bisschen was ganz anderes. So, jetzt, was ist denn hier los? Zurück. Ja, nicht richtig reagiert. So, jetzt aber schauen wir mal, was wir für Hände noch so bekommen. Im Preisgeld sind wir auch schon drin. So, das passen wir natürlich auch. Dann schauen wir uns nämlich mal hier die Infos mal dazu an. Und schauen. Der erste Platz geht dann hier mit $4.31 nach Hause. Der zweite Platz mit $2.42. Und dann am Final Table, der neunte Platz kriegt noch 20 Cent. Und bezahlt. Ja, neue Hand gibt es erstmal. Und dann schauen wir uns mal die nächsten Preisverteilungen noch so an. So, unsere Position ist 8 von 190 noch. So. Schauen wir uns erstmal die Karten dazu an. Auf jeden Fall sind wir mal im Big Blind und sehen Ass 5, Baby Ass. Ja. All in some. So, mal gucken. Ne, das callen wir nicht. Das ist zu viel, das callen wir nicht. So, gucken wir noch die Infos an. 10er gegen 6er. So, auf jeden Fall der Platz, der letzte Platz war bezahlt. Na, hallo? Jetzt funktioniert es hier gar nicht. Auf jeden Fall war der letzte Platz. Ja, jetzt doch, jetzt funktioniert's. Na, noch weiter runter. Na. Ja, dies ist sozusagen der Vorführungseffekt. Irgendwie klappt das jetzt gerade nicht. So, da gehen wir natürlich mit. Mit Assbube. So, gucken wir mal, ob was für uns dabei ist. 7, 9, 10. Fehlt noch die 8 zur Straße. Also, wie gesagt, ich habe das heute zum ersten Mal angespielt und habe mich mal mit der ganzen Grafik und auch mit den ganzen Informationen mal so befasst. Und ich glaube, ich werde auch öfters, wenn ich dann für euch Let's Play, werde ich euch dann mal mehr dieses Spiel hier präsentieren von BKR. Es ist wirklich mal witzig, das in 3D zu spielen und wirklich das Gefühl noch bekommen, man ist wirklich original dabei am Final am Tisch überhaupt, am Pokern. Und deswegen werde ich euch auf jeden Fall öfters dann mal dann statt PokerStars dann hier mal präsentieren von BKR. Ja, ein bisschen was ganz anderes. So, hätten wir nichts gehabt. So.
So, 7, 5, das schmeißt man weg. So, jetzt aber die weiteren Informationen. Ich wollte euch ja noch zeigen, bis zu welchem Platz überhaupt bezahlt war. So. Hallo? So, jetzt aber. So. Na komm schon, Mensch. Ja, das möchte irgendwie nicht gezeigt werden. Jetzt auf geht's. Ja, das werde ich auf jeden Fall noch die Einstellungen verändern, dass natürlich dann auch alles beim nächsten Mal richtig funktioniert. Da muss ich auf jeden Fall noch die Einstellungen machen. Und dann kann ich euch das beim nächsten Video dann alles in Ruhe zeigen. Ich wollte einfach jetzt mal am Anfang euch mal zeigen, dass man auch Pokern in 3D spielen kann. Wirklich eine nette Idee, habe ich eigentlich noch nie gesehen, noch nie gewusst, dass es auch sowas gibt, aber man lernt ja Gott sei Dank nie aus. So, jetzt möchte ich mal runter. Auf geht's. Na, komm schon. Ja, also wie gesagt, ich muss hier erstmal alles einstellen noch richtig und dann kann ich euch das euch dann beim nächsten Mal alles in Ruhe zeigen. Jetzt auf geht's. Auf jeden Fall könnt ihr ja sehen hier dann mit 30 mit 3 Cent und der letzte Platz, jetzt sind wir gleich unten, ja? Ja, sehr cool. So, sehr schön. Ja, wir sind gleich unten. Nein! Auf jeden Fall war bezahlt. Bis 243. Platz, glaube ich. Oder 234. Platz, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, da gab es dann 2 Cent dafür. Und je höher man jetzt natürlich kommt, desto besser. So, Pocket 3, ja. Da werden wir uns auf jeden Fall mal den Flop anschauen. Und hoffen, dass wir unser Drilling perfekt machen können. Und das sehen wir jetzt. Auf jeden Fall heute mal ein Probevideo, das ihr mal sehen könnt. 3D-Poker, mal was ganz anderes. Und beim nächsten Let's Play dann natürlich alles, werde ich dann die Einstellungen dann noch perfekt machen, dass hier dann nicht alles zeitverzögert rüberkommt. So, wir haben die Möglichkeit auf ein Vollhaus mit einem weiteren König oder dann eventuell mit einer weiteren 3. Aber mir wäre es dann doch lieber, wenn noch eine weitere 3 kommt. So, schieben. Na, habe ich doch. So, jetzt. Und es ist die 8. Ja, da werden wir wohl keine Chance haben, das zu gewinnen. Ich glaube, da wird schon jemand getroffen haben, Move oder eine 8 zumindest. Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Da ist 7, A7. Da sind wir schon mal dann ein bisschen besser. Und tatsächlich sind wir mit unseren Pocket 3er besser. Sehr schön. Okay, new hand. Ja, okay, gut. Mhm. Was ich bei diesem 3D-Poker gut auch finde, ist dann, wenn man wirklich All-In geht, wie ihr hier sehen könnt, auf der linken Seite seht ihr ja, wer auch alles mitgeht und schiebt und sowas im Dealer-Button, dann kann man sehen, wenn Spieler All-In gehen, steht dann hinten auch die Prozentzahl dran, dass man auch mal so ungefähr die Gewinnwahrscheinlichkeit dann sehen kann, wie viel Prozent man überhaupt mit seiner Hand hat, beziehungsweise auch der Gegner. Finde ich eigentlich auch eine schöne Funktion, dass man auch da sein Spiel besser berechnen kann. Wir können es jetzt hier sehen, all in gegangen, und wenn der andere callt, dann sehen wir die Prozente. Ja.
So, hier können wir jetzt vielleicht die Prozentis gleich sehen. Hier, seht ihr es? 92%, 8%, Here comes the river. 5% ein bisschen höher gegangen. Und so kann man dann sein Spiel auch noch in dem Sinn verbessern, dass man auch selber einschätzen kann, mit welcher Hand kann ich All-In gehen, beziehungsweise kann ich dann dem Gegner zeigen, okay, ich habe eine gute Hand, All-In zu gehen, wenn die gewissen Situationen dann sind. So, jetzt haben wir Pocket 4er. 600. Da weiß ich jetzt nicht die Prozentzahl zum Beispiel. Also da kenne ich mich nicht hundertprozentig aus mit der Prozentzahl. Aber Pocket 4er dürften so um die 33% sein. Aber das werde ich auch noch in diesem schönen Programmchen lernen. So, zweimal schon All-In. Da werden wir auch gleich die Prozente dazu sehen. Und mal schauen, ob noch jemand dazu kommt. Und unsere Position, könnt ihr hier oben sehen, wir sind wir bei 14 von noch 127 Spielern. Und jetzt mal schauen, ob wir unseren Drilling gefloppt hätten oder ob es eine gute Entscheidung war. So. Könige gegen die Damen. Oh je, hier 90% zu 10%. Und hier hätten wir mal wirklich komplett abgelost. Ja. Da können wir wirklich froh sein, hier mal weggeschmissen zu haben. Ja, manchmal muss man auch schwierige Entscheidungen treffen und sagen, weg mit dem Schrott. So, ich sehe meine Karten noch nicht, doch jetzt 5, 7, das können wir wegschmeißen. Ja, ich muss wirklich verzeihen um die Verzögerung, aber ich muss noch einiges einstellen mit der Grafik. Und dann, wenn ich das nächste Mal wieder für euch ein Spielchen hier spiele bei PKR, dann wird alles defekt. Nee, ich meine, dann wird alles direkt sein. Direkt. Heute mal wieder komisches Deutsch. Und dann kann man das wirklich in volle Züge genießen. Heute mal in Probe. Ich lasse es auch jetzt mal noch so lange laufen. Solange wir hier noch im Turnier sind, wird also mal eine längere Aufnahme, aber ihr habt ja natürlich die Möglichkeit vorzuspulen. Und hier sehen wir wieder zweimal All-In in Rot und dreimal. Jetzt sehen wir hier die Prozente wieder. Natürlich jetzt Ass mit 69%, 8%, 23% und 86, 5 und 10%. Also das finde ich wirklich eine nette Funktion. Wäre schön, wenn es das bei PokerStars auch mal geben würde, diese Funktion bei All-In die Gewinnwahrscheinlichkeit oder die Gewinnprozente einzublenden. Wäre wirklich eine schöne Funktion auch bei PokerStars, um auch wirklich so sein Spiel noch zu verbessern und auch dann besser dann mit zu planen und zu rechnen mit seinen All-In-Wahrscheinlichkeiten. Jetzt zum Beispiel hier Bube und Dame, wenn ich hier mit All-In gehe, müsste glaube ich auch so um die 40% sein. Ich bin mir da jetzt leider nicht hundertprozentig sicher und müssen aber ja auch nicht All-In gehen. Wir gucken also uns einfach mal den Flop so in Ruhe an. Aber dass hier bei 3D-Poker wirklich eine nette Funktion und wirklich, dass man hier mal sein All-In, dass man wirklich seine Blätter da besser berechnen kann. Auch bei den Gegnern natürlich kann man dann die Karten dann sehen und die Gewinnwahrscheinlichkeiten dann dazu sehen. Und so kann man sich's dann auch merken. So, immer noch nichts getroffen. I'm all in, I'm all pass. So. Auch die nette Funktion, diese Sprüche. Ihr könnt dann euer eigenes Inventar erstellen. Und dazu könnt ihr auch die passende Stimme dazu machen, egal ob aus Amerika, Asien oder so. Da könnt ihr die verschiedenen Stimmen nachmachen und da könnt ihr euch selber mal so ein schönes Bildchen erstellen. Und hier unten habt ihr auch noch die Möglichkeit, dann ein bisschen kleine Spielchen zu machen. Zum Beispiel hier zeige ich euch mal, könnt ihr mit den Chips ein bisschen rumspielen. Das sieht dann gleich so aus. Na, komm. Ja, die Zeitverzögerung leider.
Also beim nächsten Let's Play von BKR werdet ihr das natürlich nicht haben. Und ich habe leider keine genügend Chips mehr für diesen Trinkgeller. Braucht irgendwie so diese komische Punkte. Dann machen wir mal den einfachen Trick, den Dribbler. Und der müsste ja eigentlich funktionieren. So, gucken wir mal, ob der Trick funktioniert. Ja, der Trick funktioniert. Dann könnt ihr sehen, eure Figur macht dann einen schönen Trick. So. Und in den anderen drei habt ihr die Möglichkeit, da gucken wir mal drauf, euch dann verschiedene Sachen zu machen, zum Beispiel Hi, Flirten, Gähnen, Schäm dich, Sorry und so weiter und so fort. Im zweiten, da wird es dann schon ein bisschen um die Blätter, egal, böse Blicken, oh mein Gott, wie bitte, zeig's mir. Und im ersten habt ihr die Möglichkeit, dann euch dann zum Beispiel gutes Spiel, gutes Blatt, danke und so weiter zu wünschen. Und im ersten könnt ihr eure Stimme, eure Stimmung dazu machen, wie ihr euch dann am Tisch auch begibt. Neutral, traurig, lässig, wütend, glücklich. Und ich schalte mal um auf, ja, lassen wir es mal auf glücklich. Und da habt ihr dann auch sehr schöne Möglichkeiten. Denn dann könnt ihr auch hier die Kamera auf der linken Seite, seht ihr sie unten, könnt ihr dann zum Beispiel die Kamera ausrichten, egal ob Süd, West oder Eco-Perspektive. Und also sehr viele Spielmöglichkeiten. Ein wirklich mal ein bisschen aufregenderes Pokerspielen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Als wenn ich jetzt den Vergleich ziehe zwischen PokerStars und hier BKR, muss ich wirklich sagen, bin ich mit BKR ein bisschen zufriedener, denn man hat hier wirklich dieses Feeling 3D Animation, oh mein Gott, sich hier wirklich reinzufühlen, dass man hier wirklich 100% dabei ist, wo man leider bei PokerStars den Fall leider nicht hat. Und natürlich noch ein Positives, dass man hier, wenn man All-In geht, wie ich euch auch schon gesagt habe, mit den Gewinnwahrscheinlichkeiten, dass das angezeigt wird. Also diese zwei Bonus, beziehungsweise diese zwei Sachen sprechen für BKR, aber sonst bei PokerStars natürlich auch natürlich seine guten Seiten, ganz klar, mit sehr vielen Rerolls, wo jetzt hier bei BKR nicht hat, da habe ich auch schon mal geguckt, also hier gibt es sehr, sehr wenige Free Rolls. Und hier sehen wir zum Beispiel 92%, 8%. Und jo, da sind die Damen einfach besser. Und wir sind immer noch Position 26 von 95. Jo, die Reihen lichten sich so langsam. So, Ass und 4. Mal wieder ein Babyässchen. So, das schmeißen wir ausnahmsweise jetzt mal weg. Na. Ja, auf jeden Fall seht ihr es hier. Also für Leute, wo 3D mögen oder wo sich reinfühlen möchten in das Spiel, eine wirklich sehr gute Möglichkeit. Ja gut, hier hätten wir jetzt die 4 getroffen. Mal gucken, ob es eine gute Entscheidung war, wegzuschmeißen. Ob wir es eventuell verfolgen können. So. Schon wieder die Gefahr, dass der Gegner Straße. Aber ich denke mal, das war mal wieder eine gute Entscheidung, hier weggeschmissen zu haben. So, ja, fehlt bloß noch die 5. Mal sehen, ob wir es sehen. Oder? Ass. Ja, gut. Zeigt ein Ass. Ja, gut, da kann man sich viel
darunter vorstellen, was die zweite Karte von der Hand, was die zweite Karte war. So, 5, 3, da schmeißen wir weg, ja, dann geh all in. Das kommen wir auf jeden Fall jetzt nicht. Und was natürlich auch noch hier bei BKR wieder ein bisschen negativ aufschlägt, was ich festgestellt habe, hier spielen also nicht so viele Spieler jetzt wie wiederum bei PokerStars, daher auch sehr wenige Tische zur Auswahl. Das können wir uns ja mal so spaßeshalber hier angucken. Also hier habt ihr auch dann die Möglichkeit, Echtgeldtische und Spielgeldtische zu wechseln. Und hier bin ich ja mal auf Freeroll gegangen. Also hier seht ihr selber, Freeroll kann man sagen, immer nur alle 2 Stunden. Das ist zum Beispiel jetzt wiederum bei PokerStars nicht. Da gibt es wenigstens alle 10 Viertelstunde, alle 10, 15 Minuten ein Freeroll, aber hier nur alle 2 Stunden. Dann Sit and Goes sind eigentlich soweit auch gleich. Man kann hier auch Pot Limit Omaha spielen. Natürlich No Limit Hold'em, wie bei PokerStars auch. Aber hier gibt es diese anderen Spiele nicht, wie zum Beispiel Suited oder auch Ratz. Das gibt es hier bei BKR nicht. Das gibt es auch nur bei PokerStars. Und wenn man hier um Cash-Geld spielt, so erstmal müssen wir schauen, was wir haben. So 2, 7, das schmeißen wir weg. Also wenn man hier Cash-Game dann auch spielt, sehr wenige Tische. Also da muss ich wieder auch PokerStar sagen, okay, hier spielen die meisten, und aber hier wirklich sehr wenige Tische. Das auch nur als Information so am Rande. Also für Leute, wo sagen, okay, sie möchten nicht mit vielen Leuten spielen oder möchten mal längere bzw. kürzere Turniere spielen, ist BKR mal wieder eine gute, finde ich, gute Funktion. Wobei ich sagen lassen habe, BKR gibt es jetzt auch schon über 5 Jahre, aber trotzdem sehr wenige Spieler. Also da muss jeder selber für sich entscheiden, wie und was er spielt. Aber auf jeden Fall hier nette Funktion, das Ganze in 3D animiert, um sich wirklich in das Spiel hinein zu versetzen. So, gucken wir nochmal, was die Position sagt. 31 von noch 85, jetzt 84 Spielern. Ja, die Reihen lichten sich immer mehr und wir hoffen hier mal wieder mal gute Hände zu bekommen, wie am Anfang des Turnieres. Aber hier müssen wir erstmal wegschmeißen. Aber auch die Stimmen sehr gut gemacht, das Ganze wirklich. Also da kann man nichts sagen. Die Grafik 1A. Ja gut, dann schiebt man erst. Ja, natürlich gucken wir uns den Flop halt dann an. Ja, Schiebemont oder Checkemont, ich sag lieber da die englische Version, Checkemont, weil schieben. So, jetzt haben wir die 7 getroffen, jetzt checken wir trotzdem noch. Ja gut, dann machen wir mal ein bisschen, nee, 2 Overcards, wir checken nochmal. Okay, gut. Sind wir wieder bei 19.000. Das ist auch vorhin, wo ich dann angefangen habe mit der Aufnahme. Da kann man nicht sagen, okay, nichts groß verloren. So, 28 und noch 76 Spieler sind da. Und 1608 Spieler haben anfangs mitgemacht. So, jetzt haben wir hier König 6. Ja, wir schmeißen auch weg. Da kann man nicht viel ausrichten. Ich möchte ja versuchen, hier wirklich an den Final Table zu kommen. Das erste Mal gleich hier gespielt.
und gleich an eine feine Table zu kommen, ist doch mal was ganz Feines. Da macht doch Pokern wirklich Spaß. Und das Ganze dann mal in der 3D-Grafik. Also hier fühlt man sich wirklich wie zu Hause hier. Sehr schön mit dem Pool auch. Und also da kann man wirklich nicht meckern. Also da lässt manchmal wirklich, denke ich, das Pokerherz ein höher schlagen. Da kann man sich doch seine Ziele viel besser setzen. Und da macht doch Poker wirklich viel, viel mehr Spaß. So, jetzt mache ich mal hier unten. Könnt ihr es dann auch mal sehen, wenn ihr dann so diese Funktionen da habt. Jetzt mache ich mal Boom. Einer meiner Lieblings. Schade, es ist so zeitverzögert, dass das da ankommt. Aber ist wirklich ganz witzig. Könnt ihr verschiedene Sachen da anklicken. Und gerade wenn ihr dann so Gesprächspartnern bzw. Spieler dann habt, wo verschiedene Sachen machen, das macht dann echt Fun. Und chatten könnt ihr natürlich hier auch, ganz klar. Ich bin gleich mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn man, also im Preisgeld ist man ja schon drin, aber das würde mich dann mal interessieren, wie das dann aussieht mit dem Echtgeld, wo das dann landet, weil ich habe hier noch keine gesehen, ich sehe zwar hier Kasse, aber bei PokerStars hat man wenigstens die Funktion, wo man sehen kann, was man hat, aber hier weiß ich das nicht, habe ich noch nicht gesehen, auch im Hauptmenü, aber hier schmeißen wir erstmal weg, da drückt man noch mal ins Hauptmenü. Hier zum Beispiel oben könnt ihr auch dann... Ich habe doch weggeschmissen. Ja, weggeschmissen habe ich doch. Also hier habt ihr dann auch die Möglichkeit, wenn ihr hier oben drauf klickt zum Beispiel, könnt ihr Blackjack spielen oder Videopoker oder Roulette. Casino Hold'em, da spielt ihr dann gegen das Casino. Auch natürlich geht es nur mit Echtgeld, das habe ich schon mal ausgetestet. Da braucht ihr dann echt Geld, aber hier dann zum Beispiel könnt ihr dann auch, wenn ihr mal hier, klicke ich mal hier drauf, auf Spielgeld, seht ihr hier auch, habt ihr eigentlich so gut wie also sehr wenige Tische zur Auswahl. Und das sollte dann auch immer schnell sein, zum Beispiel hier immer nur 6 Spieler dann bloß für einen Tisch, diese Sit-and-Goes, dann die Turniere, auch nur einmal in der Stunde könnt ihr hier spielen. Könnt ihr hier sehen, zum Beispiel jetzt in 26 Minuten geht's los. So. Ja, da kommen wir jetzt einfach mal. Ass-Bube, wenn man das nicht callt, also dann weiß ich auch nicht. Dann sehen wir nämlich auch gleich mal die Prozentchancen, was wir mit Ass und Bube kriegen. So. So, gegen Dame 10, oh je. 78%. Jetzt haben wir 82%. Und, jo, erstmal ein bisschen wieder aufgedoppelt an Chips. Und wir sind Position 12 von 66. So, 3-2. Nee, dieses All-In, das kommen wir diesmal nicht. Mit 3-2. Zwar nett, das in einer Farbe, aber das machen wir nicht. Das überlassen wir diesmal anderen. So, wieder zweimal rot. Da können wir dann auch gleich wieder sehen, wie hier die Gewinnchancen sind, wie sie sich hier verteilen, mit welcher Hand natürlich gecallt und all-in gegangen wird. So, kommt noch. Einmal kommt noch ein Roh dazu. Und wir sehen gleich wieder Prozente. Na? Wo sind die Prozente? Hm, schade, sehen wir noch nicht, weil noch nicht alle All-In gegangen sind. Also werden wir hier leider keine Prozente sehen. Aber gut zu wissen, dass Ass-Bube
80% sind. Okay. Also da kenne ich mich leider nicht aus mit diesen Prozenten, mit diesen Geschichten. Ich sag halt immer 50-50, wenn dann irgendwie einer ein Paar hat und man hat einen Hass. Aber man sieht hier dann, okay, das sind dann ganz andere Prozente und so lernt man also auch dann sein Spiel besser zu kennen und mit den Händen dann so. Hier sind wir natürlich keine Prozente, ist ja klar. So, aber wir wissen, dass die 7 und 9 gewonnen hat und gleich mal 3 Spieler rausgebombt hat. Nice, nice, kann man da sagen. 50.000 an Chips und 3 Spieler weniger. Puh. Und wir sind gleich mal wieder dafür im Big Blind. It's your turn. Nee, noch nicht. So, Dame, König von Kreuz. Das callen wir und schauen uns den Flop an. Da würde mich auch interessieren, was das zum Beispiel prozentmäßig ist. So, sollen wir den All... 17.000. Ja gut, ich möchte mal wissen, was König und Dame dann bringt an Prozent. Das wird es beim nächsten Mal dann wissen. So, schauen wir mal. König und Dame bringt 77%. Nice. Da kann man wirklich nicht meckern. 77%. Und ja, da haben wir auch mal 2 Spieler rausgehauen. Und sind wir nun bei 67.000 an Chips und sind Position 1 von 49. Und wir haben einen neuen Player, ja genau. Und damit 2 haben wir und da schmeißen wir weg. Und dieses All-In callen wir nicht. Also mit Dame 2 bestimmt nicht. Nicht eifersüchtig werden. Wir hatten einfach die bessere Hand. So einfach ist es. So, jetzt sind wir bloß noch Position 2. Okay. Ich möchte unbedingt an den Final Table kommen. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Im Preisgeld, das war schon am Anfang des Turnieres mein Ziel. Das habe ich erreicht. Aber jetzt möchte ich natürlich an den Final Table kommen. Was hier so aufgemotzt wird, ob da irgendwie ein bisschen die Grafik sich dann ändert oder ob es dann irgendwie einen schöneren Tisch gibt oder so, das würde ich gerne erleben und sehen. So, hier sehen wir es auch wieder, Ass 6 gegen König Dame und da sehen wir die Prozent, 76%, 23% diesmal, 80-14% und ja, da war es Ass diesmal einfach besser. Und wir haben auch mal wieder neuen Player, ja, sehr schön. Also die Stimme manchmal vom Dealer kann man natürlich ausstellen. Ich glaube, unter Option, weiß ich noch gar nicht, habe ich noch gar nicht geguckt. Aber ich vermute mal, man kann hier das ausstellen, die Stimme vom Dealer oder auch von den Mitspielern. Auf jeden Fall nervt es manchmal. Wir haben einen neuen Player. Oder neue Runde oder wie, was sind da auch immer sagt, also das ist manchmal dann wirklich schon nervig, wenn man sich das dann stundenlang anhören muss. So, Position 2 von 45 Spielern noch und Anfang waren es 1608 Spielern und hier haben wir 2 und 4. Da schmeißt man natürlich auch weg, ganz klar. Und hier könnt ihr oben auch wunderbar sehen, gleich wann die nächste Pause ist, in 15 Minuten. Nächster Level kommt, also ist ausstehend, das kommt dann jetzt gleich. Und die Blinds sind jetzt momentan dann bei 1000 und 2000 und Antje 200. Auch eine nette Funktion. Gleich alles auf einen Blick. So. Jo, 14 Minuten, beziehungsweise 15 Minuten die nächste Pause. Und ich hoffe mal, dass wir bis dahin am Final Table sind.
Falls nicht, werde ich dann noch eine zweite Aufnahme dann starten. Die wird dann aber natürlich kürzer sein. Aber jetzt mal sehen, was sich in diesen 15 Minuten noch tut. Ich bleibe auf jeden Fall noch drauf. Aber ihr habt, wie gesagt, die Möglichkeit dann hier vorzuspulen am Video. Müsst euch das Ganze also nicht reinziehen. Und Blindsets bei 1, 2 und 2, 5 und 250 Antje. Und wir sind jetzt ein Chip Leader, eins von 42 Spielern immer noch. So, König Dame gegen Ass 10. Und ja, da ist natürlich 100% ganz klar. Da kann man wirklich sagen, boom, ja. Wenn der Flop gleich so kommt, dann sind die Prozente natürlich gleich verbraucht. So, was kriegen wir nun? 7 und Bube. Ja, das schmeißen wir auch weg. Und wie ihr ja auch gesehen habt, habt ihr die Möglichkeit, dann gleich drauf zu klicken. Halber Pot, Dreiviertel Pot, Viertel Pot oder Pot. Das ist bei PokerStars zum Beispiel wieder nicht. Da müsst ihr dann euch selber diese Zahlen eingeben oder mit dem Balken hin und her schieben und hier die Funktion also dann auch gleich direkt auf Knopfdruck halber Pot, Viertel Pot, Dreiviertel Pot zu draufdrücken und zu spielen. Auch eine gute Funktion. Und so, jetzt sind wir aber im Big Blind. Nächste Pause in 13 Minuten. So, wir sind Position 2 von 39. Der Final Table rückt immer näher. Dame 6. Ja, natürlich geht der All-In. Warum war mir das nicht klar? Ja, wir schmeißen auch weg, ist doch klar. All in, all in, all in. So, da wird gecallt. Ne, doch nicht. Hab gerade gedacht, hab verstanden, call. Oh, Ass König, sehr schön. Okay, new hand. Genau, neue Hand, neues Spiel, neues Glück. We have a new player. Und wir haben einen neuen Player, oh ja. So, 8 Bube. Das schmeißen wir auch weg. So, unsere Position ist jetzt das 4 von noch 36 Spielern. All in. Und all in, jawohl. Ich bin mal gespannt, was sich jetzt noch in den knappe 11 Minuten noch so tut. Ob wir es wirklich schaffen, bis dann am Final Table zu kommen. Oder ob es dann nach der Pause dann erst in den Final Table, dann zum Final Table hinkommt. Also ich werde auf jeden Fall jetzt noch bis zur Pause für euch aufnehmen. Und dann sehen wir, was sich tut bis zur Pause. Wenn nicht, dann nach der Pause gibt es dann nochmal ein kurzes Let's Play, aber das wird dann also wirklich ein kurzes Let's Play werden mit dem Final Table. Und ja, dann schauen wir nochmal hier die Informationen dazu an, was der 9. Spieler bekommt. Also der 9. Spieler am Final Table geht dann mit 20 Cent nach Hause, der 8. mit 35 Cent, der 7. 54, 74, der 6. 95, 1,32, der 4. und hier der 3., 2. und 1. Platz. Da kann man eigentlich nicht sagen. So kann man hier sehen, läuft seit 1 Stunde und 40 Minuten, das kann man hier auch sehen, wunderschön. Und man kann hier auch noch sehen, es wurden gemacht 237 Rebuys und 67 Atoms wurden gemacht. Also
hier auch noch dann die ganzen Informationen dazu. Auch nette Funktion. Auf einen Blick kann man hier alles sehen. So, neue Hand, nächste Hand. Schauen wir mal, was wir diesmal kriegen. 3. König. Ja, wir schmeißen auch weg. So, noch 9 Minuten. Noch 9 Minuten zur Pause. Und es sind immer noch 34 Spieler da. Und wir sind immer noch auf Position 6. Ja, schön wäre es, wenn man mal wieder eine gescheite Hand kriegen täte. Und wieder ein paar Spieler raushauen würden. Ja, eine nette Geschichte hier mit Bube und... Na, Bube. Du. Schade, da kann man nicht viel ausrichten hier mit Bube 9. Aber man merkt, dass es jetzt schon länger dauert, bis einer mal hier rausfliegt. Chips also sehr gut verteilt, wie es aussieht. Ja, und hier hätten wir... Oh, Top-Paar hätten wir hier gefloppt. Meine Güte. Aber kann man sowas ahnen? Wohl eher weniger. Ja, hier hätten wir einen All-In-Move machen können. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, König Bube gegen König Dame. So, ja, wären wir trotzdem besser gewesen. Da hätten wir beide weggebombt. Aber naja, kann man sowas wissen. Schade, schade. Was mir auf jeden Fall hier aufgefallen ist, hier werden sehr viele Hände All-In gestellt, also fast genauso wie bei PokerStars. Da wird nicht groß irgendwie mal einfach gemütlich gespielt, sondern einfach rein mit den Chips und gut ist. Also hier für gemütliche Pokerspieler ist das, finde ich, auch wieder nichts. Also meistens ist ja wirklich All-In, All-In, All-In. So, immer noch 34 Spielern. Und unsere Position 7. Wir können auch diese Funktion mal nehmen und schauen, was der kleinste Stack momentan ist. So, hier können wir sehen, der höchste Stack mit 39.000 an Chips und der kleinste Stack, na, wenn er runtergehen würde, wäre es nicht schlecht. Ach, sind wir schon drüber. So, gucken wir erstmal die Hand an hier. 5 Dame. Schmeißen wir auch weg. So, ich möchte wissen gerne, der kleinste Stack. Na, auf geht's. So. So. Auf geht's. Here comes the flop. Let's have the turn card. Na, was ist denn los? Let's see the river. Der kleinste Stack, also hier 97 Chips und dann 8000, 12000, 13000, 16000. Da lichten sich dann also die Reihen so langsam. So, König und... Ah, shit. König 3. Ja, das ist klar, dass man das wegschmeißt. Also, jo, bis zur Pause wird es also nichts werden, wie ihr sehen könnt, mit dem Final Table. Da müssen wir also nach der Pause nochmal ran kurz. Aber da kann ich euch dann versprechen, nach der Pause, das wird dann also ein kurzeres Let's Play. So, die 5 Minuten zur Pause, die nehme ich noch mit. Da wird sich, denke ich mal, noch ein bisschen was tun.
dass so 3-4 Spieler auf jeden Fall noch weniger werden. Aber den Final Table, den will ich jetzt sehen. Den will ich wissen, wie der aussieht. Ob da irgendwas speziell, die Grafik sich ändert oder sonstiges. Das werde ich nicht sehen. So, Damen gegen Bube 6. Ja, da frage ich mich, warum der eine callt mit Bube 6 und hat nichts getroffen. Ja gut, egal. Wichtig ist auf jeden Fall, sein ein Spieler weniger. So kommt man schneller ans Ziel. Und wir sind jetzt im Big Blind, ja, mit 3000, 1500 Small Blind, Big Blind 3000 und Antje 300. Und hier haben wir also Bube 7. Ja, dann race doch, ist mir doch egal. Ja, ich schmeiß weg. Und wir haben wieder einen neuen Player, ja, genau. So. Unsere Position 9 von noch 27 Spielern, das heißt noch 3 Tische, 9, 18, 27, so sieht das Ganze aus, jawohl. Und nochmal ein Spieler weniger, dann sind wir bei 26 und der Final Table rückt dann natürlich immer näher, aber zur Pause wird das nichts mehr werden. Schade. Und hier hat man eventuell einen Flash gezogen mit einer weiteren Kreuz. Aber das glaube ich eher weniger. Auf jeden Fall werde ich nachher nochmal ein Video hochladen für euch. Nach der Pause. Wie versprochen, sobald es am Final Table dann losgeht. Und das wird dann auf jeden Fall ein bisschen kürzer ausfallen. Für das erste Mal. Und hier schmeißt man natürlich auch weg, ganz klar. Mit Bube 6. Und das wird dann also das zweite Video ein bisschen kürzer ausfallen. Und dann beim nächsten Mal für ein richtiges Let's Play, da wird dann die Einstellung perfekt sein. Da könnt ihr dann also, wie, so auch so wie ich, nicht mehr in Zeitverschiebung, sondern dann komplett in Original. Werden wir das dann uns reinziehen. Heute ausnahmsweise mal, weil es ein Let's Test ist, sozusagen, also heute mal Probe, mal eine ausnahmsweise mal in Zeitverzögerung. Auch mich stört's, aber okay. So, noch 2 Minuten bis zur Pause und noch 27 Spielern und unsere Position 10. Und, jo, da muss ich jetzt... Aber die 10 besser mit dem Bube und A7. Ja. So wäre schön, wenn wir auch mal wieder ein bisschen was aufdoppeln und Chips holen, wie auch immer. Wobei wir haben ja eigentlich noch genügend 50.000. Aber mal wieder so eine vernünftige Hand. Ja, all in. Dann bleibt uns ja auch nicht viel übrig, hier all in zu gehen. Ja. So, mal schauen, ob wir gecallt werden. Das All-In haben wir auf jeden Fall gecallt. Und mal gucken, ob wir auch einen Call kriegen. Und damit dann doch nicht an den Final Table kommen. Ah, gegen Ass-König. Ah, Mist. Ja, das ist Poker leider. Das ist leider Poker. Schade. Shit. Naja, das ist Poker. Noch 36 Sekunden zur nächsten Pause. Und ja, die Hälfte an unseren Stack verloren. Das wird also dann doch nichts mit dem Final Table. Oh, jetzt wird's gecallt. Ja, weggeschmissen. Schade, schade. Unsere Position, wie ihr sehen könnt, also 21 von 26. Nach der Pause geht's weiter. Und ja, dann wird es also doch nichts mit dem Final Table. So, also, wir sehen uns dann gleich nach der Pause für ein kurzes Video. Also, bis gleich. Ciao.